Also, wir sind heute in St. Augustin bei der Firma Track Toys. Ja. Alex, sagt uns etwas zu der Firma. Ja, Marc, vielen Dank für deinen Besuch. Wir sind die Firma Track Toys, sind hier ansässig in St. Augustin seit 2 Jahren mittlerweile, machen alles von Motorabstimmungen für viel für Subaru, aber auch andere Fabrikate für die Straße, für den Motorsport. Viel auch freiprogrammierbar Motorsteuerung und so Geschichten, machen aber auch komplette Aufbauten von Motoraufbauten über Fahrwerksgeometrien, Fahrwerkssetup und so weiter und so fort. Alles, was du so für dein Track-Tool so gebrauchen kannst und umsetzen willst, um halt schnell auf dem Track unterwegs zu sein. Genau. Cool. Und woher kommen denn die ganzen Kunden? Die Kunden kommen eigentlich fast europaweit. Also wir haben Kunden aus Dänemark, aus Österreich, Schweiz, Deutschland natürlich auch. Ja, gerade im süddeutschen Bereich sind viele, die mit den Allradsportlern unterwegs sind. Und ja, also eigentlich mittlerweile europaweit. Wir haben auch schon remote Autos in USA und Co. abgestimmt und so Geschichten. Ja, auch mittlerweile. Cool. Ja, ja, und sehr interessantes Umfeld. Viele, viele spannende Projekte, viele spannende Kunden. Und das ist so das, was wir machen, genau. Hört sich gut an. Und was ist diese Maschine auf deiner rechten Seite? Ja, die Maschine wird dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Ja, das, ist unser Aquablast. Den benutzen wir hier hauptsächlich. Wir bauen viel Alumotoren auf und so weiter, viel Aluminium-Anbauteile, Peripherie, die wir hier mit strahlen. Gerade für Aluminium funktioniert das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt einen verölten, dreckigen, mit Verkokung Motor haben, gerade wenn wir jetzt einen Subaru haben, der vielleicht 15, 20 Jahre alt ist und dann restauriert wird, ja, dann strahlen wir da viele Halter, Motorblock, Zylinderköpfe und so weiter und so fort. Und die sehen dann halt wirklich wieder aus wie neu. Ne? Also das ist also schon, ja, definitiv. Also das macht schon sehr, sehr was her. Und auch von der Oberfläche her wird das halt schön seidenmatt. Gerade wenn wir jetzt Blöcke strahlen und man kommt an die Lagerstellen und so weiter. Das ist nicht abrasiv, man macht sich die Lager nicht kaputt und so weiter. Mhm. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und man kann halt auch nichts kaputt machen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Ja. Mhm. Und deswegen einfach Bauteil rein, strahlen und schon ist man in kürzester Zeit fertig und hat ein super Ergebnis. Das hier ist so ein typisches Bauteil, was wir strahlen. Von einem Subaru-Motor ist das der Zylinderkopf, hier die rechte Seite. Und man sieht, der ist in die Jahre gekommen, wir haben hier Verkokungen, wir haben hier Ölablagerungen dran. Sieht nicht mehr so schön aus. Ja, das ist so typisch, dass die Oberseite, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben hier dick Abrieb, was teilweise auch sehr fest ist und nicht losgeht. Und das ist so ein typisches Bauteil, was wir hier strahlen. Und somit auch in kürzester Zeit gute Ergebnisse erzielen. So, das war jetzt nur auf die Schnelle. Also so sieht zum Beispiel die Unterseite jetzt noch aus. Ja. Echt dreckig. Echt dreckig und das ist so das Ergebnis nach 3-4 Minuten. Sieht halt wieder sehr, sehr schick aus. Und wenn man es vergleicht mit dem neuen Zylinderkopf, das steht ihm halt im Nichts nach. Sieht teilweise sogar besser aus wegen dem matten Finish. Mhm. Von daher, so kann man es dann wieder einbauen. Was haben wir denn hier für ein Auto? Also hier haben wir so ein Gruppe N bzw. Gruppe A Rallye-Auto. Der ist schon seit 15 Jahren homologiert. Das ist so was Typisches, was wir auch machen. Und ja, hier haben wir einen Motor komplett neu aufgebaut, jetzt umgebaut. Der läuft jetzt nach Reglement Gruppe A vor Gruppe N mit Restriktor. Mit so 34 mm, was er ansaugen durfte. Das ist jetzt offen. Das wird jetzt umgebaut zum reinen Track-Tool. Einfach Privatpersonen, die einfach auf Trackdays mit Spaß haben will. Und das sind halt so typische Projekte, die wir haben. Cool, hört sich gut an. Also, das war sehr interessant und vielen Dank für die Einladung heute. Sehr gerne, immer wieder willkommen. Ja, und vielleicht ergibt sich ja in Zukunft nochmal was. Ich hoffe. Ja. Danke. Super, sehr gerne. Ciao.